Ich zeige noch ein Foto von dem gestohlenen persischen Seidenteppich. Ein antikes Stück, 90.000 Mark wert. Dieser Teppich ist aus dieser Villa gestohlen worden. Er gehört dem Versicherungsnehmer Dr. Wolf. Ich würde so einen Teppich in den Tresor packen und nicht auf diesen herumlaufen. Kiel schräg gegenüber vom Schwedenkai. Privatdetektiv Norbert Ziebeck wartet auf einen prominenten Zahnarzt. Kurz nach 18 Uhr verlassen Dr. Arno Wolf und seine Gattin Jule die Praxis. Im Auftrag einer Hamburger Versicherung wird Ziebeck das Ehepaar Wolf 10 Tage lang unter die Lupe nehmen. Erst vor einem halben Jahr ließ der Zahnarzt den soeben gestohlenen 90.000 Marks Teppich hochversichern. Außerdem finanzierte er die Modernisierung seiner Praxis mit einem Kredit von 300.000 Mark. Deshalb dringender Verdacht, Versicherungsbetrug. Die Polizei stellte nur fest, dass die Terrassentür eingeschlagen war. Brauchbare Hinweise auf die Teppichdiebe fand sie nicht. Wird sich das Ehepaar Wolf bald mit einem Hehler in Verbindung setzen? Darauf wartet der Detektiv nicht nur an diesem Dienstagabend. Aber kein Teppichkäufer weit und breit. Um 23 Uhr gehen in der Villa die Lichter aus. Einen Tag später in der Kieler Fußgängerzone. Detektiv Ziebeck weiß, dass die Zahnarztpraxis heute geschlossen ist. In Sachen Dr. Wolf, heute ist Mittwoch, Uhrzeit 13 Uhr. Die ZP1 mit Ehefrau nähern sich ja dem Feinkostladen Hovi, betreten diesen, kaufen dort etwas ein. Kein Kontakt zu anderen Personen bisher aufgenommen. ZP1 und Ehefrau verlassen wieder den Feinkostladen und gehen in Richtung Asmus Bremer Platz. Freitag, 20 Uhr. Ziebeck ist dem Ehepaar Wolf zu diesem noblen Landgasthof gefolgt. Der Detektiv ist ratlos. Bisher nicht die geringste Spur vom Seidenteppich. Hat das wertvolle Stück längst den Besitzer gewechselt. Dieses Restaurant wäre ein idealer Ort für heimliche Geschäfte, aber Arno und Jule Wolf bleiben allein. Kurz vor 22 Uhr fahren sie wieder nach Hause. Auch Ziebeck beendet seinen Arbeitstag. Samstagmorgen. Wenn der Teppich verkauft wird, dann an diesem Wochenende, glaubt der Detektiv. Deshalb ist er schon kurz vor 7 zur Villa gefahren. Plötzlich traut er seinen eigenen Augen nicht. Woher kommt Jule Wolf so früh mit dem Auto? Ist der Zahnarzt jetzt mit dem Teppich über alle Berge? Ziebeck ruft in der Villa an. Dr. Wolf, guten Tag. Ja, Erdloff, guten Morgen. Guten Tag, Herr Erdloff. Frau Dr. Wolf, ist Ihr Mann im Hause? Oh, das tut mir leid. Ich müsste dringend einen Termin haben. Ich habe wahnsinnige Zahnschmerzen. Ja, also das tut mir leid. Der ist auf dem Ärztekongress in München. Ich habe ihn eben gerade zum Flughafen gebracht. Ach so. Ja, aber wenn Sie so dolle Zahnschmerzen haben, dann empfehle ich Ihnen einen Kollegen. Ein befreundeter Detektiv in München erklärt Ziebeck wenig später. Also, Samstag und Sonntag findet hier tatsächlich ein Zahnärztekongress statt. Ja? Und Ihr Dr. Wolf steht auf der Teilnehmerliste. Wunderbar. Den Rückflug hat er für Sonntag 18 Uhr gebucht. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Jetzt überstürzen sich die Ereignisse. Die Zahnarztgattin eilt mit Riesenschritten aus der Villa. Sie wird bereits erwartet von einem jungen Mann. Die beiden umarmen sich. Ziebeck nimmt die Verfolgung auf. Beide unterhalten sich angeregt. Dabei kommt es zum Austausch von Zärtlichkeiten. Frau Dr. Wolf legt den Arm um die männliche junge Person. Die Wange des jungen Mannes wird geküsst von Frau Dr. Wolf. Die Fahrt endet an einem Studentenwohnheim. Nun geht ihm fast ein. Oh, ist er gerade aus dem Bett gekommen? Er hat sich ja gar nicht gewaschen. Wie spät haben wir es? 8.30 Uhr. Wir haben es aber eilig. Ein sehr verliebtes Paar ist dort. Das ist eine ganz große Schweinerei. Ich habe Zahnschmerzen und er bekommt einen Termin.
Der Detektiv kann sich nicht vorstellen, dass Dr. Wolf seinen Seidenteppich auf dem Münchner Zahnärztekongress verkaufen will. Er beschließt, ich werde mich auf Jule Wolf konzentrieren. 10.30 Uhr kommt die Zahnarztgattin mit ihrem Begleiter aus dem Haus. Kurz vor 11 hält das Liebespaar in der Kieler City. Ziebeck folgt den beiden mit versteckter Minikamera in dieses Teppichhaus. Guten Tag. Ich suche ein Wohnzimmer. Gerne. Wenn Sie ordentlich mal Zeit haben, ja, vielleicht mal. Ja. Müssen Sie ein bisschen gucken. Der hat 90.000 gekostet. Das ist ein bisschen wenig. Glaube ich, ne? Das glaube ich. Das muss so schön wie der hier ist. Tut mir leid. Der Händler bleibt hart. Er gibt zu, dass der Teppich 90.000 Mark wert ist, aber er will den Amateurdieben nur die Hälfte dafür zahlen. 45, das ist das Äußerste, was ich Ihnen anbieten kann. Ich wollte gerne ein bisschen mehr davon haben. Tut mir leid. London, Zürich. In einem Café ertränkt das Liebespaar den Ärger über den geplatzten Teppichverkauf. Ziebeck kann sich eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen. Montagmorgen. Das ganze Wochenende hatte der Detektiv die Teppichdiebe observiert. Jetzt wollen Ziebeck und Sachbearbeiter Grote von der Hamburger Versicherung den Geliebten der Zahnarztgattin zur Rede stellen. Jule Wolf arbeitet in der Praxis ihres Mannes. Das heißt, der Student müsste allein im Zimmer sein. Guten Tag, Herr Fendel. Guten Tag. Ziebeck, Privatdetektiv. Das ist Herr Grote von der Versicherung. Können wir sprechen? Ja, kommen Sie rein, bitte. Was kann ich für Sie tun? Herr Fendel, Sie kennen doch Frau Dr. Wolf. Nicht, dass ich wüsste. Kenne ich nicht. Aber den geklauten Teppich, den kennen Sie doch. Teppich? Der ist doch hier bei Ihnen. Nee, vom Teppich weiß ich nichts. Wissen Sie nichts? Dann wollen wir gleich die Polizei rufen. Ja, und eine Hausdurchsuchung machen. Wir warten. Hier. Ja. Mit dem Geld für den Seidenteppich wollte Frau Wolf das Studium ihres Geliebten finanzieren. Auftrag erledigt, aber eine Ehe und ein Liebesverhältnis in Scherben. Der Detektiv konnte nicht ahnen, dass er mit seiner Arbeit eine Lawine lostreten würde. Montag, 20 Uhr. Der Frankfurter Privatdetektiv Wolfgang Gunkel mit seinem Sohn Alexander unterwegs zu einem Geheimtreffen mit Holzgroßhändler Fiedler. Innerhalb von 3 Jahren verschwand aus dessen Firma Holz im Wert von 2 Millionen Mark. Wir nehmen an, dass ein Teil unseres Personals bestimmt hier mitbeteiligt sein muss. Mhm. Denn es fehlen solche Mengen, dass es die Kunden alleine nicht wegtragen können. Die Kripo ermittelte bereits. Vergeblich. Jetzt sollen die Gunkels die mysteriösen Holzdiebstähle untersuchen. Fiedler und seine Sekretärin Wewel wissen, die Diebe interessieren sich nur für die wertvollste Ware im Lager. Ja, das ist dieses Parkett. In einem Parkett haben Sie ca. 3 Quadratmeter. Und dieses Parkett hat ungefähr einen Wert von 300 Mark. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel 10 Pakete in den Kofferraum legen, dann haben Sie gleich 3000 Mark zusammen. Kann jemand Lieferscheine oder Rechnungen fälschen? Diesen Verdacht haben Polizei und EDV-Spezialisten bereits ausgeräumt. Wenn das Büro als Tatort ausscheidet, bleiben nur Lager oder Transport, stellt Gunkel Senior fest. Deshalb müssen wir sofort eine Überwachungskamera einbauen. Und zwar, ich will dich so ausrichten lassen, dass also die Kamera auf die Schranke respektive auf die LKWs geht. Ja. Von dieser versteckten Kamera wissen in der Firma nur Fiedler und Frau Wewel. Dienstag, 6.30 Uhr. Ein einsames Auto auf dem Parkplatz der Holzfirma. Um 8 Uhr werden die Arbeiter und Angestellten eintreffen. 1,5 Stunden vorher parkt Gunkel Senior sein Auto gegenüber dem Firmentor. Von hier aus kann er alle Mitarbeiter und Kunden beobachten. Gunkels Sohn Alexander ist 10 Minuten früher eingetroffen. Sein Versteck ist schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Alexander 2 von 1 kommen. 4-2 kommen. Besonders vorkommen, ist eine Bewegung. Steht nur ein Silberkreuz, Fahrt
Kurz nach 10. Einige LKWs haben bereits Ware aus dem Lager geholt. Lastwagen ohne Plane kontrolliert die Überwachungskamera. Die Detektive folgen nur Holztransportern, deren Ladung man nicht einsehen kann. Aus dem Parkettlager kommt dieses Fahrzeug. Dreimal sind die Gunkels heute schon geschlossenen LKWs nachgefahren. Doch immer stimmten Lieferschein und Ladung überein. Wird ihnen jetzt der blau-weiße Kleintransporter in die Falle gehen? Alexander 2 von 1 kommen. 4-2 kommen. Ja, er fährt hier vorne rechts ab. Ich bin hinter dir, komm. Alexander 2, halt ein bisschen Abstand, fahr nicht so dicht auf. Ja, verstanden. Wenig später. Der Fahrer steuert eine Großbaustelle an. Gunkel Junior überholt ihn, sein Vater behält die Heckklappe im Auge. Gunkel Senior zählt die Pakete. 12. Aber was steht auf dem Lieferschein in Frau Wewels Büro? Holzdieter Wewel, guten Tag. Ja, Gunkel, guten Tag. Also ich stehe hier auf der Baustelle. Der LKW hatte 12 Karton Parkett geladen. Ja, warte, ich schau gerade mal auf den Lieferschein. Ja. Ja, 12 Pack ist in Ordnung. Okay, dann ist es korrekt. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Mittwoch, 5 Uhr. Zweiter Observationstag. Ein besonders eifriger Mitarbeiter öffnet das Firmentor. Lagermeister Schenk, seit 25 Jahren in der Holzhandlung tätig. Eine absolute Vertrauensperson, so Firmenchef Fiedler. Die Detektive denken anders. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, steht jeder in Verdacht. Bereits am Dienstag hatten sie über das einsame Auto vor der Schranke gestutzt. Deshalb sind sie heute nicht erst um 6:30, sondern schon um 5 Uhr zur Holzhandlung gefahren. Gunkel Junior muss über den Sicherheitszaun klettern, um in die Halle zu gelangen. Er will herausfinden, was treibt Lagermeister Schenk schon so früh aus dem Bett. Was hast du gesehen? Ich konnte nur sehen, da stellt so Kasten zusammen und wurschtelt da in den Kisten rum. Naja, dann packt so Paletten voll. Donnerstag, kurz nach 9. Gunkel Senior hat Frau Wewel gebeten, die Stempelkarte des Lagermeisters herauszusuchen. Stempelkarte. Der sticht einmal 7 Uhr 17. Einmal 7:18, da war er mal 7:27. Der ist doch um 5 Uhr schon morgens auf dem Hof. Auch wenn sich Lagermeister Schenk verdächtig gemacht hat, bisher konnten die Detektive keinen Holzdieb auf frischer Tat ertappen. Ja, bitte? Im Augenblick fährt bei uns ein LKW vom Hof, der hat hinten im Lager länger geladen als üblich, mit einer roten Plane. Ja? Ja, das Kennzeichen KHA 9274. Ja. Also laut Lieferschein hat er 10 Pack Parkett mitgenommen. Okay, ich verständige Sie. Liegt die Sekretärin mit ihrem Verdacht dieses Mal richtig? Die Detektive sind skeptisch. Beinahe 20 LKWs sind sie in den letzten Tagen kreuz und quer durch Frankfurt gefolgt. Diebstahl? Fehlanzeige. Bisher nur ein merkwürdiger Lagermeister und harmlose LKW-Fahrer. Eine magere Bilanz. Alexander 2 von 1. Der Fahrer steigt gerade aus und geht Richtung Wasserhäuschen kommen. Siehst du, was er macht, ob er jetzt was essen bestellt, weil ich ans Fahrzeug will, kommen? Ja, der bestellt, glaube ich, ein Würstchen. Ich bin die Revision von der Firma Fiedler. Ich habe Sie observiert. Sie haben auf Ihrem LKW 30 Karton Parkett. Und 10 haben Sie unterschrieben bei der Firma Fiedler. Ist das richtig? Ich habe doch nicht nachgezählt. Sie können es auch anders haben.
Das ist ein Anruf, die Polizei, und dann ist sie da, und dann gehen sie ab. Was soll's? Wie gesagt, ich hab das. Was haben Sie dem Lagermeister gegeben? Dem 2400 Mark gegeben. 2400 Mark. Also doch. Bei der Vernehmung des Fahrers stellt sich heraus, wie der Holzschwund zustande kam. Der Lagermeister persönlich lud die Extramengen auf die LKWs. Dafür kassierte er. Schwarzgeld natürlich. Ist der Lagermeister schon vorgewarnt? Die Detektive wollen ihn zur Rede stellen. In ihrer Begleitung ein Beamter der Kripo. Schenk gibt sich ahnungslos. Erst als Gunkel Senior ihm vom Geständnis des LKW-Fahrers berichtet, kapituliert er. Die 2400 Mark nehmen wir jetzt mit. Wo der große Rest geblieben ist, das können Sie bald dem Staatsanwalt erzählen, sagt der Detektiv. Mittwoch, 22 Uhr. Vor wenigen Minuten wurde die Neubrandenburger WSN-Detektei von der Polizei in Burg Stargard alarmiert. Ein LKW-Fahrer hat hier gerade einen völlig verwirrten Mann abgeliefert. Er stammelt etwas von einem Überfall. Jetzt ist er im Krankenhaus. Lemnitzer heißt er, angeblich Werttransportfahrer bei Ihnen. Die Detektive Lange und Höppner kennen Kurt Lemnitzer. Sie wollen noch in dieser Nacht wissen, was dem Fahrer zugestoßen ist. Meine Herren, ich möchte, dass Sie das Zimmer verlassen. Sie können sich nicht bei dem Krankenhaus aufhalten. Der Chef hat auch schon angerufen. Die resolute Stationsschwester wirft nicht nur das TV-Team aus dem Zimmer. Auch Detektiv Höppner muss vor der Tür warten. Lemnitzer geht es miserabel. Wird Detektiv Lange Einzelheiten des Überfalls erfahren? Der Fahrer steht unter Schock. Ein Gespräch mit ihm hat jetzt keinen Sinn. Am nächsten Morgen versuchen die Detektive noch einmal ihr Glück. Ich habe Ihnen einen Tonband mitgebracht. Haben Sie was dagegen, wenn wir das, was Sie hier sagen, aufzeichnen? Nein, nein. Schon, dass er damit nichts verloren geht von dem. Ja. Das andere Auto rein. Hinten. Und dann, alleine? Kopf in den Polster und eine drauf und Knarre da im Knick. Und dann muss da ein Stück so Kopfsteinpflaster wohl gewesen sein. Das. Lemnitzer schildert den Albtraum der vergangenen Nacht. Jede Einzelheit, die das Tonband der Detektive jetzt festhält, ist wichtig. Denn sie kann zu den Männern führen, die das neue WSN-Auto und Stahlkassetten mit 20.000 Mark Bargeld stahlen. Wenn zutrifft, was uns Lemnitzer erzählt hat, müssten wir jetzt gleich zur Gaststätte oder dem Club Waldesruh kommen. Rechts hier seht ihr den Schuppen. Der WSN-Fahrer hatte am Tag zuvor gerade den letzten Supermarkt abkassiert, war an dem Bordell vorbeigekommen und dann in ein Dorf gefahren. Wir kommen jetzt in den Ort, in dem Lemnitzer rechts abgebogen ist. Wir machen das auch. Lange und Höppner überprüfen jede Einzelheit von Lemnitzers Schilderung. Plötzlich fällt ihnen am Straßenrand etwas auf. Die ehemaligen Kripo-Beamten erkennen sofort, das sind Reifenspuren von zwei Autos. Höppner markiert die wichtigsten Spuren mit kleinen Tafeln. Später wird der Tatort fotografiert. Jede Spur, die verloren geht, macht die Suche nach den Gangstern schwerer. Die Detektive glauben, hier wurde Lemnitzers Auto von der Straße abgedrängt. Im Acker findet sich ein deutlicher Schuheindruck. Er stammt vermutlich von einem der Täter. Deshalb fertigt Höppner routinemäßig einen Gipsabdruck an. Hat sich die Arbeit gelohnt? Führt dieses beeindruckende Gipsprofil auf die Spur der Täter? Lemnitzer hat uns erzählt, dass er hier an diesem ominösen Club vorbeigefahren ist.
dem Club Waldesruh. Hier haben wir ja auch die Stelle gefunden, an der er abgedrängt worden sein müsste. Vielleicht sind WSN-Auto und leere Geldkassetten längst spurlos beseitigt. Trotzdem hoffen die Detektive, dass sie in dieser Nacht die Fährte der Gangster aufnehmen können. Die Lichter, das könnte durchaus der nächste Ort gewesen sein. Eine Limousine drängte Lemnitzer von der Straße ab. Schweigsame, nach Schnaps riechende Männer warfen ihn auf den Rücksitz ihres Autos. Über seinen Kopf wurde eine Strumpfmaske gerissen. Herr Spurgart, jetzt probiere ich mal, was der überhaupt hier gesehen hat. Ich setze mir mal die Pudelmütze auf. Ja, jetzt bin ich ganz tief unten. Tatsächlich, du siehst es hell und dunkel. Mit Hilfe von Lemnitzers Tonbandangaben wollen Lange und Höppner herausfinden, wo die Gangster den WSN-Mann quälten und schließlich aussetzten. Ja, die Straße war vielleicht auch Betonstraße. So. Wie kommen Sie auf Beton? Ja, Beton ist ja immer so eine Fuge dazwischen und dann zack darüber, ne? Das muss ein Stück so Kopfsteinpflaster wo gewesen sein. So, hier fahren wir jetzt links rein. Stundenlang tasten sich die Detektive durch die Nacht. Sie wollen wissen, ob die Gangster das WSN-Auto genau dort versteckten, wo sie Lemnitzer zum Schein erschossen. Ich drehe nochmal zurück. Warte mal, klar, mal. Nicht Schlaglöcher, aber so ein Kopfsteinpflaster wo gewesen sein. Das hört man ja, wenn das so rollt, nicht so. Und dann. Dann sind sie abgebürgt, wieder links rein, wohl in den Busch rein. Na doch du, das passt. Weit nach Mitternacht stoßen die Detektive endlich auf neue Spuren der Gangster. Autolack an einer Eiche und Schuheindrücke. Wir sind uns zwar schon fast... Sicher, das ist das Gleiche. Viel besser. Wir können uns mal mit dem vergleichen, was wir vorher gesehen haben. Ich glaube, es gibt hier kaum einen Zweifel. Das gleiche Profil wie auf dem Acker. Bisher stimmten alle Angaben Lemnitzers. Diese Lackreste werden später im Labor untersucht. Vielleicht verrät eine Beule an ihrem Auto die Täter. Offensichtlich die Reifenspuren der Limousine, die in den Wald hinein und auch wieder herausfuhr. Aber wo fand die grausame Scheinerschießung statt? Hier musste der Fahrer in der letzten Nacht niederknien. Die Gangster richteten ihre Pistolen auf ihn. Dann ließen sie ihn, gröhlend und lachend, allein im stockfinsteren Wald zurück. Die Detektive haben herausgefunden, wo Lemnitzer gequält wurde. Aber bei der Suche nach dem entführten WSN-Auto sind sie keinen Schritt weitergekommen. Einen Tag später. Detektiv Lange hat ein Sportflugzeug angemietet. Die letzte Chance, das Auto wiederzufinden und die Gangster zu überführen? Unwegsames Gelände, verlassene Häuser. Alles wird zur Not im Sturzflug kontrolliert. Ein Panzerübungsgelände der GUS. Nicht weit von hier ist der Wald, in dem Lemnitzer um sein Leben fürchtete. Was blinkte da unten zwischen den Häusern? Zu spät.
Der Pilot muss das verdächtige Objekt noch ein zweites Mal anfliegen. Wagen Nummer 149. Lemnitzers Auto. Das gehört uns, wird heute Nacht zurückgeholt, brummt Detektiv Lange. Bis 23 Uhr observieren TV-Team und Detektive mit Nachtsichtkamera und Nachtsichtbrillen dieses verlassen aussehende Gebäude. Aus der Luft sah man, dort steht das WSN-Auto. Es ist beinahe totenstill hier draußen in der Nähe des Panzergeländes. Lange und Höppner wollen jetzt zum Haus schleichen. Das Fernsehteam hat sich in sicherer Entfernung versteckt. Lange ist vorgegangen, nun läuft Höppner hinterher. Wir haben unseren Pkw gefunden. Er steht doch an der Stelle, an der wir ihn heute auch aus der Luft gesehen haben. Ansonsten ist hier alles leer. Die Jungs scheinen ausgeflogen zu sein. Ihr könnt also gefahrlos nachkommen. Ein verrottetes, hässliches Gebäude. Kaum zu glauben, dass hier einmal Menschen gelebt haben sollen. Endlich, das gesuchte Auto. Unter einem Militärtarnnetz beinahe liebevoll versteckt. Leere Flaschen, Scherben, Damenschuhe, russische Uniformteile. Noch vor kurzem muss in diesen Räumen gefeiert worden sein. Lange und Höppner stellen ihr gestohlenes Firmenauto sicher. Die Gangster haben sich in Luft aufgelöst. Wenig später finden die Detektive heraus, dass in diesem Gebäudeteil eine ältere Frau bis vor 3 Wochen ein kleines Bordell für russische Soldaten betrieb.